Flawless und ich bin voll peinlich. Ich sehe aus wie 9 und benehm mich wie 13. Der Teilnehmer bei dem Turnier, man könnte meinen, in einen davon würde ich ja mal was reißen. Ich werde mal gegen den Besten gepaart, damit ich möglichst schnell raus bin. Und bei mir Maus, wird man niemals denken, dass ich überhaupt meine Frau finde. Ey, meine Beats, sie sind auf Freiheit gemacht, damit Rapper doch mit guten Flow profitieren. Doch über meine Beats und meine Flows meistens gelacht oder leid hatte sich über Qualität echauffieren. Im Battle gegen gute Leute kann ich nur verlieren. Habe zu viel Angst, musikalisch mal was zu probieren. Musik in meinem Leben, ey, das kann sich irritieren. Musikalisch bin ich scheiße, ey, das sollte ich realisieren. Aber Real Talk, wenn das Gutes, ey, dann hast du es nicht selbst gemacht. Und deine okay Bewertung kommt daher, dass jeder mit dir Mitleid hat. Facts. Du hast ein Pentagramm als Markenzeichen für deine schlechten Videos als Sensenmann verkleidet. Ey, diese Rufe, die wirst du nie mehr los. Und wie gewohnt machst du immer nur das Gleiche. Du kannst mischen und da produzieren bei dir, du kannst scheiße. Wenn man mich hier checkt, man, ich bin abwechslungsfähig. Wenn man dich hier checkt, man, du bist musikalisch in dem Käfig. Du machst jede Runde den gleichen Style, du entwickelst dich nicht weit. Weil da hilft es dir auch nicht, wenn du dich hin und wieder ein bisschen steigerst. Aber jeden neuen Style dann krampfhaft verweigerst. Probier doch mal Schlager aus, dafür brauchst du kein Talent. Danke an Bulba, den tut mir leid, dass du mir den Einzug ins Achtelfinale schenkst. Deine Runden sind spannend, wenn man deinen Gegner kennt. Du bist wie ein Fragment, weil allein zeigt keiner Interesse. Deine Soundqualität für Spende, aber wenigstens versteht niemand die shittigen Texte. Ey, yo, Flawless, sind wir doch mal honest. Deine Musik ist scheiße, probier mal andere Genres. Nur mach mal bitte nicht so weiter. Deine Stimme klingt schon heiser in der ersten Runde gescheitert. Fast so cringe wie die Foo Fighters. Ey, yo, Flawless, sind wir doch mal honest. Deine Musik ist scheiße, probier mal andere Genres. Nur mach mal bitte nicht so weiter. Deine Stimme klingt schon heiser in der ersten Runde gescheitert. Fast so cringe wie die Foo Fighters. Das war's mit dem Turnier für dich. Mach nächstes Jahr mit oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, interessiert das hier keine. Nicht mal eine. Keiner wird die nächste Staffel Interesse zeigen. Nächste Staffel bist du hoffentlich wieder da. Bestimmt kein 16. Verlierer. Ehrlich, das wäre richtig sick. Doch diese Staffel wird das leider nicht.